Hey Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid. Ich wollte euch heute eine Strategie vorschlagen, mit der man es vermeiden kann, Vermittlungsvorschläge von seiner Fachkraft zu bekommen. Die Strategie habe ich von Kolja. Darum vielen Dank, Kolja, für diesen coolen Tipps. Und um gleich einzusteigen, ich glaube, es ist im Sinne von uns allen, dass man vermeidet, in Anstellungsverhältnissen zu landen, die man nicht möchte, zu Bewerbungsgesprächen eingeladen wird, auf die man keinen Bock hat und Bewerbungen schreibt für Stellen, die einen sowieso nicht interessieren und die nicht mit dem eigenen Recht auf freie Berufswahl in Einklang sind. Um das zu erreichen, braucht man eine gute, ungewollte Jobsvermeidungsstrategie. Wenn man jetzt mal eine Analogie zu Beifangminimierungsstrategien für Meeresschildkröten schlagen möchte, dann möchte man eine Strategie, die am Pre-Hooking-Stage ansetzt. Das heißt, bevor die Schildkröte am Haken hängt oder auch bevor sie sich im Netz verfängt. Das heißt, wir wollen eine Strategie, mit der wir auf keinen Fall am Haken hängen, möglichst kein Bewerbungsgespräch bekommen, denn damit sind wir schon mit einem Fuß, haben wir den Kopf schon fast in der Schlinge oder sind den Sanktionen einen Schritt näher. Das heißt, wir wollen eine Strategie, mit der wir möglichst vermeiden, dass die Vermittlungsvorschläge überhaupt reinkommen. Und es gibt ein paar super Tricks, wie man seine Fachintegrationskraft dahingehend konditionieren kann, dass sie einem keine weiteren Vermittlungsvorschläge schickt. Und zwar muss man die Vermittlungsvorschläge mit schlechten Erfahrungen für die Fachintegrationskraft, das heißt mit unnötigem Arbeitsaufwand, verknüpfen. Das geht ganz einfach und hier kommen ein paar Tricks. Und zwar reagiert man auf jeden Vermittlungsvorschlag von seinem Jobcenter mit 4 Faxen. Einmal schickt man eine Eingangsbestätigung, dass man den Vermittlungsvorschlag erhalten hat. Dann schickt man eine Ankündigung, dass man die Bewerbung schicken wird. Dann schickt man eine Bestätigung, dass man die Bewerbung geschickt hat. Und als letztes schickt man einen Antrag auf Kostenübernahme. Faxe kann man online für 7 Cent das Fax schicken und man bekommt dann wohl auch eine gerichtsfeste Eingangsbestätigung. Kolja empfiehlt, die Faxe zeitversetzt über mehrere Tage und zu psychologisch klugen Uhrzeiten zu versenden. Das heißt, das erste Fax vielleicht schon gleich morgens um 8 Uhr, damit sich deine Fachkraft in einem noch müden Zustand mit dir auseinandersetzen muss. Außerdem wird die Zeit nach 13 Uhr direkt nach dem Mittagessen empfohlen. Es sollen Zeiten gewählt werden, die für den Sachbearbeiter unangenehm sind, damit er das mit dir verknüpft und dir keine weiteren Vermittlungsvorschläge schickt. Ich persönlich würde noch empfehlen, vielleicht ein Fax ganz kurz vor dem Feierabend zu schicken. Das kann ich mir als sehr unangenehm vorstellen. Der Ehrgeiz sollte sein, dass du das Erste und das Letzte bist, woran dein Sachbearbeiter an diesem Tag denkt. Ich finde, das ist doch eine runde Sache. Und je nachdem, wie schnell lernfähig deine persönliche Fachintegrationskraft ist, sollte es dann relativ schnell mit Vermittlungsvorschlägen für dich vorbei sein. Noch einmal zusammengefasst ist das eine Strategie, die auf 2 Ebenen arbeitet. Einmal durch den Arbeitsaufwand, der für die Fachkraft generiert wird, denn diese 4 Faxe, die müssen sicherlich archiviert und eingescannt werden. Dann durch die Kosten, die entstehen durch die Kostenübernahme, und so etwas will das Jobcenter generell vermeiden. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine super Erfolgsstrategie, um Vermittlungsvorschläge zu vermeiden. Wenn ihr sie ausprobiert, sagt mir gerne Bescheid, wie eure Erfahrungen sind. Und wenn ihr Tipps habt, wie man Meldetermine vermeidet, dann schickt mir die auch. Das wollen wir nämlich in einem Video in naher Zukunft besprechen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Kommentare. Passt gut auf euch auf, bis bald und tschüss.